Ja, herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Es freut mich sehr, dass Sie bei einer neuen Ausgabe von Steinzeit mit dabei sind. Und wir schauen hier natürlich auf das große ganze Bild. Und wer die Welt in unserer Zeit verstehen will, der muss manchmal wirklich genauer hinschauen, vor allem wenn es um die Probleme auf dieser Welt geht. Und das möchte ich heute tun mit meinem Gast. Er ist aus München angereist, vom Starnberger See. Er ist Historiker, Publizist. Und diejenigen, die unsere Sendung verfolgen, die kennen ihn vielleicht sogar schon. Ich darf herzlich begrüßen den Wolfgang Effenberger. Grüß dich, Wolfgang. Ja, ein herzliches Grüß Gott und dir ein ganz herzliches Dankeschön für die Einladung hier nach Leipzig. Und ja, ich bin schon gespannt und freue mich auf das Interview mit dir. Es ist mir ein Fest, an dein umfangreiches Wissen anzudocken. Also ich habe es gerade schon gesagt, du bist Historiker und Publizist, aber du hast auch eine Vita, die noch andere interessante Sachen beinhaltet. Du warst früher auch bei der Bundeswehr. Du hast ja eine Ausbildung gehabt als Pionier, glaube ich. Du warst Pionieroffizier. Ich war Pionieroffizier, ja. Ja, und danach bist du als Lehrer tätig gewesen auch, ja, viele Jahre. Ja, ich war also 12 Jahre bei der Bundeswehr und anschließend habe ich dann das Studium für das höhere Lehramt aufgenommen und habe Bauwesen und Mathematik studiert. Mhm. Und zwischendurch noch, zwischen der Bundeswehrzeit und dem Studium, habe ich noch 2 Jahre an der Hochschule für Politik studiert. Okay. Also dich hat auch schon das große Bild immer interessiert? Ja, mich hat es vor allem interessiert, weil ich in meiner Verwendung nach dem Ingenieurstudium hatte ich eine besondere Verwendung in einem schweren Pionierbataillon. Und zwar habe ich die vorbereitende Befehlsgebung für den Kriegsfall mit vorbereitet. Mhm. Das heißt also, ja, Einsatzbefehle vorbereitet, die dann dem Kommandeur vorgelegt wurden. Und zwar ausgehend vom General Defense Plan, Ausschnitt Bayern, der mein Panzerschrank war. Okay. Also da habe ich alleine 1,5 Jahre diese Detailarbeit gemacht und es war nicht lustig, es hat mich schwer belastet. Ja. Mhm. Und deswegen sehe ich auch heute viele Dinge auch noch anders. Aus dieser Erfahrung, dieser 1,5 Jahre, wo man allein in einem Raum mit Panzerschrank und der abgedunkelt wird, wenn man den General Defense Plan aus dem Panzerschrank holt, sich das anschaut. Also wir müssen alles tun, um derartige Szenarien zu verhindern. Dass niemand wieder gezwungen wird, solche Szenarien zu entwickeln und sich damit zu beschäftigen. Ja, sieht ja leider nicht danach aus. Also wir haben uns ja ein paar Themen überlegt, über das wir heute sprechen wollen. Wir wollen natürlich gleich erstmal anfangen bei einem der krassesten und schwerwiegendsten Konflikte, den wir in unserer Zeit haben, nämlich in Syrien. Ja, das ist in aller Munde momentan. Und zwar so weit in aller Munde, dass es sogar den Platz von allen anderen Nachrichten übertüncht oder verdrängt. Das war wirklich eine Ansage des Heute-Journal-Moderators Klaus Kleber auf die Frage von Zuschauern, warum der Konflikt im Jemen so wenig behandelt wird, sagt er allen Ernstes, weil der Konflikt von Syrien so viel Raum einnimmt. Deswegen wird über den Jemen nicht berichtet, sagt er allen Ernstes, vor ein paar Tagen erst. Dass aber in den letzten 3 Wochen die Hälfte der Sendezeit von diesem Format mit Olympia und Weitwurf und Gedöns verplempert worden ist, das taucht in diesem Gedankengang gar nicht auf. Also ich frage mich manchmal wirklich, ob der das echt glaubt, was er da sagt, oder ob einfach nur, ob er den Beruf oder den Preis von letztes Jahr verdient hat. Er wurde letztes Jahr zur Maulhure des Jahres ernannt. Ja? Gab es eine Abstimmung, wer ist denn die Maulhure des Jahres? Klaus Kleber mit großer Mehrheit gewonnen. Habe nicht ich ausgedacht mir, sondern viele, viele Zuschauer von verschiedenen Blogs. Also da frage ich mich dann schon, was passieren muss, dass ein Mensch wie der so einen Unsinn verzapft, wirklich, dass der Krieg zu groß ist, dass man über den nicht berichten darf. Ich steige mich da rein in die Gedanken, das ist jetzt gar nicht das Thema der Jemen, sondern es geht um dieses wirklich strategische Gebiet von Syrien. Kannst du vielleicht in ein paar Worten, was du darüber weißt, einfach erklären, was denn zu diesem Konflikt überhaupt geführt hat? 2011 ging es ja ungefähr los. Nein, das ging ja schon viel früher los. Noch früher, ja. Ja, also der Krieg gegen Syrien, der ist ja schon, zumindest sagt das der ehemalige US-General Wesley Clark, dass er im Oktober im Pentagon wurde ihm gemeldet, dass die USA Kriege gegen 7 Länder geplant haben. Ach, das war 2001 sogar schon. Im Oktober 2001, ja. Mhm. Keine 4 Wochen nach 9/11. Ja, ja. Und darunter auch natürlich Syrien. Mhm. Also es ist eine ganze Agenda von Kriegen. Es geht um die Destabilisierung der ganzen Region Nordafrikas bis hin nach Pakistan.
Und da steht alles natürlich auch wieder in einem viel größeren Zusammenhang. Was ist an Syrien so strategisch wichtig? Ja, da komme ich gleich drauf. Ja. Also das ist ein viel größerer Zusammenhang. Und das geht eigentlich, also eigentlich geht das ja noch vom Ersten Weltkrieg zurück, meiner Ansicht nach oder meiner Überzeugung nach. Weil, und das ist das, was wir jetzt auch erleben. Wir sind jetzt in einer Phase, in der das Ende eines 100-jährigen Krieges eingeläutet wird. Das ist das letzte Aufbäumen. Und ich meine, mit diesem 100-jährigen Krieg, also Beginn des Ersten Weltkrieges, Zweiter Weltkrieg, Kalter Krieg und die Kriege, die wir jetzt alle erleben. Und ich denke, dass jetzt das Ende dieser ganzen Kriege bevorsteht und dass es aber noch letztes Mal wie bei einer Krankheit zu einem Aufbäumen kommt. Mhm. Die Kriegstreiber wollen das nicht ganz so wahrhaben, aber ich denke, es ist auch an der Zeit, dass diese ganzen Kriege beendet werden. Also du siehst es in einer Reihenfolge, nicht als einzelne Kriege, die zufällig vom Himmel gefallen sind, sondern dass da eine große Planung dahinter steckt und die machst du schon. Eine geostrategische Planung, die ganz weit zurückgeht. Da würde jetzt den Raum sprengen. Das machst du am Ersten Weltkrieg schon fest. 1904, wenn wir da so anfangen können, dann sind wir vielleicht richtig. Also das ist die stringente Straße, die in diese ganze Kriege geführt hat. Und jetzt für uns Neuauflage, der Kalte Krieg 1991 beendet, der dann, wir erinnern uns noch, 1990 dann auch gleich, wo der Vater Bush gesagt hat, also jetzt beginnt eine New World Order, im August 1990 und dann kam der erste Krieg gegen den Irak. Und dann haben die Vereinigten Staaten 1994 ein Strategiepapier entworfen, das heißt TRADOC 525-5. Und in diesem Papier von 1994 steht unter anderem, gibt es auch eine große Figur dazu, das ist als Bild gezeichnet, eine Welt in Transition. Eine Welt in Transition. Und da wird auch beschrieben, wie die Welt in der Dekade des Umsturzes, des Umbruches über Bürgerkriege vor allem in eine neue Zeit geführt werden soll. Und die Dekade des Umbruches sind die Jahre, die von 1990 bis 2010 ungefähr. Und die Vorgehensweise ist da auch beschrieben, wie man das macht. Man macht es über Aufruhr, wie wir es auf dem Maidan hatten. Aufruhr, dann kommt die Krise oder der Konflikt. Das hatten wir dann auf der Krim gesehen. Dann kommt die Krise, das ist der Aufstand dann im Donbass. Und zum Schluss steht dann der Krieg da. Mhm. Und das ist da vorgegeben, diese Stufen sind vorgegeben. Und alle Entwicklungen, wo wir hinschauen, ob das jetzt Libyen war oder sonst wo, alle nach gleichem Muster. Und dazu haben sie dann auch 1994 das kriegerische Handwerkszeug zurechtgelegt, neu geordnet. Sie haben einen großen Kreis oben, also zwei Kreise unten, und in der Mitte von diesen beiden Kreisen einen weiteren, wobei alle drei Kreise gemeinsame Schnittmengen haben. Der obere Kreis, der wurde bezeichnet, neu eingeführt, Other Operations Than War, beginnend mit humanitärer Hilfe. Die humanitäre Hilfe als Einstieg in die subversiven Tätigkeiten in einem Land. Mhm. Also das können ja bei Umweltkatastrophen, dass man da mit der Hilfe geht und die Geheimdienste marschieren da gleich mit. Und die nächste Schnittmenge unten war Konflikte, größere Konflikte, also limitierte Konflikte und Major- oder Hauptkonflikte und dann daneben gleich übergehend in den generalen Krieg. General War, so ist es. Also und alle drei gehören zusammen, bilden eine Einheit. Mhm. Und gearbeitet wird der Weg in den 20. Jahrhundert. Da heißt es ganz klar drin, haben wir im 20. Jahrhundert den Kommunismus bekämpft oder Kampf gegen Ideologien,
So wird es im 21. Sonder sein, militante religiöse Gruppen. Dann weiter haben wir im 20. Jahrhundert die UN als Schlichter. So wird diese UN im 21. Jahrhundert paralysiert sein. Das müssen jetzt die USA alleine machen. Hatten wir im 20. Jahrhundert Verbündete, langfristige Verbündete, so werden es im 21. Jahrhundert nur noch Verbündete auf Zeit sein. Mhm. Sollte man sich merken, meiner Ansicht nach. Mhm. Und diese TREDOC 525-5 ist Punkt und Komma umgesetzt worden. Mhm. Punkt und Komma. Und zwar ausgehend vom 11. September an, eben, dass das quasi der Urknall war. Nee, das ist ja von 1994. Ja. TREDOC 525. Aber so die Fahrt aufgenommen hat es ja dann mit dem 11. September. Genau. Vier Wochen später wurde Afghanistan überfallen, dann kam der Irak. Ja gut, da waren die Werkzeuge vorbereitet. Die waren ja 94 vorbereitet. Und dann mit 9-11, und da haben wir ja vorher noch dieses PNA-Projektor für New American Century mit den Neocons, ob das jetzt Rumsfeld ist und Pearl und Cheney, wie sie alle heißen. Die haben ja geschrieben in diesem Papier, diese Transformation der Vereinigten Staaten wird sehr lange dauern. Es sei denn, es tritt ein katalysierendes Ereignis ein wie Pearl Harbor. Ein neues Pearl Harbor. Dann geht es ein neues Pearl Harbor. Und das haben sie gehabt. Und das hatten die natürlich. Und wenn wir uns erinnern, 27 Tage nach 9-11 wurde Afghanistan angegriffen, obwohl von den Attentätern keiner aus Afghanistan kam. Aus Saudi-Arabien dagegen 15. Mhm. Und wie wir wissen, brodelt es im US-Kongress. Die Abgeordneten verlangen vom Obama diese 28 Seiten des Untersuchungsberichtes mit dem Involvement der Saudis offenzulegen, was er sagt, wo er sagt, das kann er nicht machen, weil das würde Eruption bedeuten. Hier ist vieles noch unter gedeckelt. Aber wie gesagt, die Zeichen im Kongress stehen auch da auf Sturm. Und ich glaube nicht, dass man das noch alles länger noch unter Verschluss halten kann. Kurze Zwischenfrage ist, ich meine, es ist jetzt 15 Jahre, in ein paar Tagen ist es der 15. Jahrestag der Anschläge vom 11. September 2001. Findest du es nicht erstaunlich, dass kein Journalist oder auch irgendwie irgendwelches großes Medium sich dem Thema kontrovers nähert? Also es wird jetzt so in den Geschichtsbüchern so gedruckt. Unsere Kinder, die jetzt in die Schule kommen, die jetzt in den Medien sind, die zu jung waren damals, um das mitzukriegen, denen wird jetzt die offizielle Version verabreicht und alles andere wird unter Verschwörungstheorien abgetan, obwohl es eine endlose Liste gibt von Unstimmigkeiten und Schiebereien. Also findest du es nicht erstaunlich, dass sich da niemand mehr rantraut an dieses Thema? Ja, ich finde es eigentlich weniger erstaunlich. Wir sehen, was ich sage, am Ende dieses 100-jährigen Krieges, die Regierung oder die Systeme, wie wir es nennen wollen, spüren das einfach. Ob das in den USA ist oder bei uns ist. Das heißt also, der Anpassungsdruck wird erhöht. Die Überwachung wird überhöht. Ständig erhöht. Das heißt, je schwächer sich die derzeitigen Regierungen im Westen sehen oder auch fühlen, umso stärker wird der Druck. An dieser Stelle möchte ich nur erinnern an das große Manöver in den USA im letzten Sommer, also von Juli bis Oktober, Ende Oktober, Jade Helm, ein Manöver, in dem der Bürgerkrieg in den USA geprobt wurde. Ausgehend von Texas, übergreifend auf die Nachbarstaaten, hat also das amerikanische Militär und hier fällt mir jetzt schwer, das genau zu klassifizieren. JSOC, das ist also ein Spezialteil der amerikanischen Armee, so eine Spezialeinheit, Die also mit dem Gesetz nicht so konform umgehen. Das ist aber nett ausgedrückt. Das sind marodierende Banden, das sind Spezialeinheiten, die jenseits aller. Ja, ich versuche das ja vorsichtig zu machen. Ja. Also ich will mal sagen, unterstehen ja auch dem Präsidenten. Also, die haben relativ freie Hand im Vorgehen. Und wenn eine derartige Truppe ein Manöver in den USA, was den Bürgerkrieg bekämpfen soll, durchspielen darf, dann verheißt das nichts Gutes. Dann heißt es, aufmerksam zu werden, aufzuwachen. Also die Übung hatte zum Zweck, quasi innere Unruhen zu bekämpfen. Genau. Heißt es denn, dass in Amerika innere Unruhen bevorstehen?
Also, wie ist denn da die Stimmung in der Bevölkerung ich kann nicht momentan? Sagen, ich hatte im letzten September ein tiefes Erlebnis. Ich segelte in den Kykladen und neben uns machte ein Katamaran fest und da waren zwei Amerikanerinnen und mit ihren Töchtern. Und diese beiden Damen, die waren Ende 50, die habe ich dann aufs Schiff gebeten und ihnen dann ein Glas Rotwein eingeschenkt. Und dann sprudelten die nur so. Die beiden Damen waren Schwestern. Die eine lebte in Nebraska. Und sie legte gleich los und sagte, also in den USA würde die Regierung alles tun, um den Mittelstand zu zerstören. Mhm. Und sie hätte dadurch auch ihren Beruf, also ihre Arbeitsstelle verloren, hätte aber Erspartes gehabt und hätte sich ein kleines Geschäft eingerichtet. Die andere Schwester war Regierungsbeamtin in Arkansas und zwar in der Finanzbehörde, aber retired, also pensioniert. Und sie hat deutlich gesagt, sie ist wirklich überzeugt, dass spätestens in 4 Jahren in den USA ein fürchterlicher Bürgerkrieg ausbrechen wird. Also es waren einfache Frauen und das aus dem Westen, aus dem mittleren Westen, mit Aussagen, die mich sehr nachdenklich gemacht haben. Und eigentlich das nur bestätigen, was ich sehe auch. Also es kann schneller passieren, als wir uns das vorstellen. Zumindest geht die US-Regierung davon aus. Ja. Man sieht es ja auch an den Vorbereitungen für solche Katastrophenszenarien, dass sogenannte Bodybags gekauft werden zu Zehntausenden, dass gewisse Züge durchs Land rollen mit Doppelstock-Gefängniswagen, dass man immer mehr Camps einrichtet, die sogenannten FEMA-Camps, ja, das verfolge ich seit vielen Jahren schon. Dazu, ja. Also dass man innerhalb der US-Regierung damit rechnet, dass so eine Situation sich verschärfen könnte. Und wir bekommen ja nur ein gefiltertes Bild aus Amerika durch unsere Medien, da die ja von Amerika auch kontrolliert werden, unsere Medien. Aber ich weiß, dass 50 Millionen Amerikaner von Lebensmittelrationen abhängig sind. Und das ist verdammt viel. Also das sind Lebensmittelrationen abhängig sein, heißt, die Menschen haben Hunger, die können sich das Essen nicht leisten und sind gezwungen auf Wohlfahrten, das gibt es auch nicht immer. Also ein nicht kleiner Teil der amerikanischen Bevölkerung hat so einen Hals, um es mal zu sagen. Dass nach dieser Finanzkrise so viele auch ihre Häuser verloren haben. Also das sitzt schon tief, aber der US-Amerikaner ist sehr geduldig, was das angeht. Aber ich denke, wenn er mal böse wird, dann wird er richtig böse. Und das könnte schneller passieren, als wir uns das vorstellen können, denke ich mal. Und dann sehen wir auch, dass die Infrastruktur marode ist. Kein Geld da, um die Straßen, Brücken, Wasserwerke oder Ähnliches zu entsprechend Schulen, zu sanieren. Bibliotheken. Genau. Und klar, und auch Frühstück, wenn 3 Billionen Dollar Kaufhäusern, im Sand in Afghanistan versickern. Ja, dann in den Kaufhäusern, an den Kassen wird gesammelt, für Frühstückshilfen für amerikanische Kinder. Mhm. Also in Kaufhäusern, Sammelbüchsen. Also es ist da manches im Argen. Es ist aber auch kein Wunder, wenn wir denken, dass die USA den größten Militärhaushalt der Welt haben. Mhm. Das heißt, die 10 nachfolgende Länder haben weniger als die Vereinigten Staaten an Militärhaushalt. Alle zusammen. Mhm. Alle zusammen. Und das ist ja auf Dauer nicht zu halten. Und wenn wir bedenken, dass ungefähr die Hälfte des Steueraufkommens in die Rüstung geht, das kann ja nicht funktionieren. Okay. Also irgendwann ist da eine Grenze, eine ganz natürliche Grenze erreicht, wo das Volk oder die Nation einfach nicht mehr mitspielt. Mhm. Lass uns nochmal auf diesen Konflikt kommen von Anfang, wo ich gesprochen habe, nämlich über Syrien. Das ist auch wieder jetzt in aller Munde mit Aleppo und so die Belagerung von Aleppo und so weiter. Also das, was ich mitbekommen habe in den letzten Jahren, ist einfach, dass eine, also nehmen wir mal die offizielle Version ist, dass der böse Assad so ein schlimmer Diktator ist, dass sich demokratische Anteile in seinem Volk gegen ihn aufbegehren oder gegen ihn aufbegehrt haben und deswegen der Westen quasi auf Seiten der Rebellen ist, weil der böse Assad ist ja ein ganz, ganz schlimmer Diktator, mehr oder weniger. Ein paar Jahre vorher war John Kerry noch mit ihm am Abendessen gesessen und hat mit ihm zusammen beratschlagt. Aber was ist passiert, dass lieber Assad... Robert, ich habe dir jetzt doch gesagt, nach der neuen Doktrin, TRADOC 525, 1994 steht drin, in Zukunft wechselnde Verbündete. Okay. So wie wir es brauchen. Heute so gut, morgen so schlecht. Wie wir es brauchen, wechselnde Verbündete. Und gut, die gesamte Gemengelage, da muss ich jetzt nochmal drauf zurückkommen, 1905, 5 Tage vor dem Krieg gegen Jugoslawien.
hat Clinton durchgebracht durch den Kongress oder Repräsentantenhaus das Seidenstraßenstrategiegesetz. Also das war 1999? 99. Ja. Und 5 Tage vor dem Angriff auf Jugoslawien. Und dieses Seidenstraßenstrategiegesetz definierte einen Korridor, der nicht von der Tiefe angegeben war. Können 1000 Meilen sein oder 1000 Kilometer. Aber in dem dann das Ziel war, mit befreundeten Regierungen dort Handel zu treiben. Also es war natürlich schon recht euphemistisch ausgedrückt. Das heißt also auch klar, war dann zu lesen, die waren ja noch nicht da, diese befreundeten Regierungen, die muss man da erstmal implantieren, was man ja auch versucht hat. Also und dieser Korridor entlang dieser alten Seidenstraße, der historischen Seidenstraße, da gehört natürlich in diesen Korridor, da ist die Krim da drin, da ist die Ukraine drin, da ist natürlich auch Syrien drin, da ist die Türkei drin, da ist Pakistan drin und so weiter. Also das geht eigentlich schon in diese Seidenstraße, berührt das von 99. Und Bush, George W. Bush, hat dann 2006 dieses Seidenstraßenstrategiegesetz noch einmal modifiziert. Also das geht schon so weit zurück. Und dann... Das Ziel der Vereinigten Staaten ist natürlich auch, diese großen Gegenspieler, die Konkurrenten hier in Eurasien in Schach zu halten. Und wir müssen uns einmal die Karte ansehen. Die Vereinigten Staaten haben seit dem Zweiten Weltkrieg die Welt in Regionalkommandos aufgeteilt, militärische Regionalkommandos. Da sind sie ausgegangen vom Ende des Zweiten Weltkrieges. Das große Kommando, die Kommandostrukturen Pazifik, also der ganze Raum Pazifik, Japan vor allem, und der Raum Europa mit der Bundesrepublik als Brückenkopf. Und diese Europa ging von Afrika über Europa bis nach Vladivostok. So, und inzwischen wurden dann immer neuere Strukturen geschaffen. Inzwischen wurde 2007 Afrika abgespalten, weil man in Afrika auch besser handlungsfähiger werden wollte durch das Militär. Die Chinesen waren inzwischen in Afrika und nun hatten die Vereinigten Staaten Angst, den Anschluss zu verpassen und haben ein Hauptquartier auch errichten wollen in einem afrikanischen Land. Das hat aber kein afrikanisches Land hat sich dafür hergegeben. Es blieb dann dabei, dass dieses Kommando für Afrika ist in Stuttgart-Möhringen. Und in Stuttgart-Vaihingen ist das für Europa. Also all das, was in Amerika an militärischen Planspielen passiert, ist entwickelt in Stuttgart-Möhringen. Also betrifft auch wir. Also die Afrikaner wissen, das wird alles hier bei uns in Deutschland gemacht, was sich bei ihnen auswirkt. Und wenn wir dann einmal sehen, wie sie ab 2008 die US-Basen Afrika durchdrungen haben, mit neuen Basen, mit Stützpunkten, wie auch immer. Und wenn wir uns auch die Flüchtlingsrouten ansehen, da sehe ich einen durchaus direkten Zusammenhang zwischen den militärischen Aktivitäten der Vereinigten Staaten und den Flüchtlingsrouten. Und wenn wir dann sehen, auch der Sudan, 2000, wann war das? Gar nicht so lange her, ein paar Jahre. Fünf Jahre her ist es, glaube ich, erst, hat Obama dieses Land geteilt in einen Südsudan und einen Nordsudan. Und dieser Sudan befindet sich jetzt im Bürgerkrieg und produziert natürlich auch wieder Flüchtlinge. Und da geht es wieder um die Rohstoffe im Süden des Sudans. Und so weiter. Also es gibt keine einfache Folie. Es gibt einmal die Folie, wenn wir so wollen, die geostrategischen Ziele in Gesamteurasien, Russland und China niederzuhalten. Und die nächste Folie ist die Wirtschaftsfolie, Ausnutzung, Ausbeutung der Ressourcen. So, also mal ganz grob. Und dann wird natürlich auch mit den Banden gespielt, nicht gegen die Bande gespielt. Das heißt also, um Regierungen zu einem Handeln zu zwingen oder zu einem Handeln zu unterlassen, machen die Vereinigten Staaten, seit 1953 ist es erst untersucht, das ist die Untersuchung von dem Professor Greenhill, über die Migration als Waffe. Du meinst Kelly Greenhill, Kelly die Professorin? Greenhill meine ich jetzt, ja. Und zwar von 1953 bis 2006, soweit ich das weiß, geht die Untersuchung. Und der hat eindeutig nachgewiesen, dass diese Migration
als Waffe benutzt wird, um Regierung zum Handeln zu zwingen. Und das war damals Kosovo-Krieg gegen Milosevic mit dem Hufeisenplan und den vielen Flüchtlingen. Damit konnte man dann diesen Krieg auch rechtfertigen, was sonst gar nicht möglich gewesen wäre. Also das wird sehr erfolgreich gemacht. Und die haben auch einen Fachbegriff dafür, der heißt Coercion. Coercion. Das heißt also Druck und Zwang auf Regierung auszuüben und so weiter. Was das jetzt für uns bedeutet hier, kann ich so im Einzelnen natürlich auch nicht sagen. Aber ich denke, Europa soll auch natürlich für diese Vorhaben gegen Russland und gegen China, soll Europa nach Möglichkeit destabilisiert werden. Weil ein starkes Europa würde ja sich für diese Kriegsziele nicht einspannen lassen, unbedingt. Also da muss das entsprechende Umfeld geschaffen werden. So sehe ich das als Militär einfach nur. Um dann die militärischen Ziele besser umsetzen zu können. Und wenn wir das zugleich sehen, was hier abläuft, also es ist, wie gesagt, vom Nordafrika her bis ins Baltikum rauf, über die Ukraine, diese Manöver, die wir jetzt feststellen können, mit 31.000 Soldaten, wenn wir sehen, Polen, dieses letzte große Manöver, auch noch mit dem Namen Anaconda, ja, nicht eine Schlange, die alles erwürgt. Ja. Das erinnert dran an den Verwüstungszug von General Sherman 1865 in den Südstaaten, um diese aufmüpfigen Südstaaten nachhaltig beizubringen, dass sie den Krieg verloren haben und dass sie jetzt diese Zerstörung hinnehmen müssen. Also wie man ein Manöver hier jetzt und in dieser Phase so nennen kann, das ist töricht, meiner Ansicht. Ist das nicht auch eine Art als Warnung zu verstehen für Russland oder eine weitere Eskalation? Ja, also, da sitzen ja auch keine Trotteln, die können diese Planspiele ja lesen. Die lesen das genau. Also man kann diese Manöver relativ sehr sachlich interpretieren, wenn man schaut, was für Truppen werden eingesetzt, was für Übungsziele haben sie, wie wird hier operiert auf den Feldern, auf den Manöverfeldern. Und dann ist klar, wenn ich sehe, dass da hier auch der Kampf um Gewässer geprobt wird, dann ist klar, wo der Weg hingehen soll. Oder wenn wir sehen, dass da Panzer disloziert werden, oben im Norden des Baltikums, 150 Kilometer südlich von Petersburg, dann fragt man sich, was soll das Ganze? Was sollen diese Provokationen? Ja, und vor allem auch mit welcher Rechtfertigung diese Kriegstreiberei mit Russland dann also auch argumentiert wird uns gegenüber. Es wird alles auf die Krim geschoben. Ja? Die ganzen Ursachen, die zu dem Konflikt auf der Krim geführt haben, die werden ausgeblendet. Aber weil Russland jetzt in dem Fall Fakten geschaffen hat, indem es ihre ethnischen Mitbürger, Brüder quasi vor dem Zugriff der Faschisten aus Kiew gesichert hat oder geschützt hat, wird das jetzt quasi als aggressives Verhalten von Russland interpretiert. Russland hat die Krim annektiert. Offiziell so nach Motto, obwohl führende Staatsrechtler sagen, das war eine Sezession und keine Annexion. Ja, das ist was ganz anderes. Die haben sich freiwillig zum russischen Staatsgebiet dazugeschlossen und nicht annektiert worden. Es floss kein Tropfen Blut und so weiter. Aber es ist ein anderes Thema. Aber uns verkauft man das eben mit diesem Expansionsdrang der bösen Russen. Deswegen müssen wir jetzt ins Baltikum Panzer verkaufen. Wir müssen Truppen aufstärken und so weiter. Das ist doch schizophren eigentlich. Ja, also die Diskussion, ob das jetzt eine Sezession war oder eine Annexion, müssen wir nicht führen, weil wir befinden uns im Propagandakrieg. Ja. Also jede Diskussion darüber kommt auch gar nicht an bei den Verfechtern, die gegen Putin Stellung beziehen wollen und das Vorgehen der Vereinigten Staaten rechtfertigen, ist das völlig hoffnungslos. Wir befinden uns, es wird ein Krieg vorbereitet. Und da gehört dieser Propagandakrieg gehört einfach mit dazu. Müssen wir so hinnehmen. Da ist jegliche Diskussion überflüssig. Ja. Also man bereitet diesen Krieg vor. Und da erinnere ich ja auch noch an George Friedman, da am 4. Februar 2015. Das ist der Chef von Stratfor, von seinem geostrategischen Think Tank, der also sehr nah an den Geheimdiensten auch dran ist, wo der gesagt hat, also unser Ziel ist, die größte Bedrohung der Vereinigten Staaten ist eine Annäherung Deutschlands an Russland, und zwar wenn hier das deutsche Kapital und das deutsche Know-how mit den russischen Ressourcen und den russischen Arbeitskräften gemeinsam verschmilzt, dann sieht das für uns ganz böse aus. Das ist für uns die größte Bedrohung, die wir uns vorstellen können. Und das haben wir in den letzten 100 Jahren erfolgreich verhindert. Ja, zwei Kriege, Deutschland gegen Russland.
Und jetzt wäre natürlich die dritte Auflage noch auch bei diesen Leuten. Also noch einmal, es sind nicht die Amerikaner. Wir haben in den USA Männer wie Frauen, die einfach großartig sind, die sich für den Frieden einsetzen. Und ich bitte wirklich einmal auf die Seiten gehen von der Cassie Kelly, von der Friedensaktivistin, von Ron Paul, dem Urgestein des US-Kongresses, dann die Seite von Paul Craig Roberts, der ehemalige stellvertretende Finanzminister von Reagan. Sowas findet man hier gar nicht. Mhm. Eine ganz klare Sprache, wundervolle Seiten, die auch sehr gut informieren. Also wenn wir über die Amerikaner sprechen, sprechen wir nicht über die amerikanische Bevölkerung, die wie wir überhaupt kein Interesse an einem Krieg haben, überhaupt sondern wir sprechen nicht über die US-Regierungen oder vielleicht sogar die Hinterkräfte hinter den Regierungen. Ja. Es sind, soweit ich das sehe, es ist einfach, wenn wir so die Finanz- und Rüstungslobby, ja, und die Mächtigen, die dahinter stehen. Ja. Wir müssen jetzt auch nicht weiter rumsuchen, wer das jetzt im Einzelnen ist, sondern es sind einflussreiche Kreise, die das Geschäft seit über 100 Jahren erfolgreich betreiben. Mhm. Und die Händler des Todes. Ne? So. Genau, das sind die Kaufleute des Todes. The Merchants of Death. Ja. So ist es, ganz genau. Und ja, vielleicht kommen wir noch mal drauf, was wir gleich machen. Kannst du gleich ansprechen? Ach, ja. Als 1934 im US-Kongress der Verdacht aufkam oder die Befürchtung aufkam, Franklin Delano Roosevelt könnte die USA in einen Krieg führen. Also 34 ist ein Jahr nach der Machtergreifung von Hitler. Ja, ja, und das 34. ist ein Jahr, nachdem Roosevelt Präsident geworden ist. Mhm. Und er wollte ja mit seinem New Deal, wollte er die desolate Wirtschaftslage wieder ins rechte Lot bringen. Mhm. Was ihm ja schon für viele sichtlich ab 34 also nicht mehr gelungen ist. Und da befürchteten einige, jetzt könnten wieder die Kaufleute des Todes die Oberhand gewinnen. Mhm. Und da hat der Senator Richard Gerald P. Nye, der hat den Untersuchungsausschuss geleitet für den Eintritt in den Ersten Weltkrieg, der USA in den Ersten Weltkrieg. Der hieß also der Munitionsausschuss eigentlich. Und die haben in zwei Jahren über 200 Anhörungen, ich glaube 93 Mal haben sie den Pierpont Morgan angehört und so weiter, sind die zu dem folgenden Ergebnis gekommen, dass Banker wie Rüstungsindustrielle die USA in diesen Krieg getrickst haben und dass derartiges nie wieder passieren darf. Mhm. Also das kann man alles im Kongress nachlesen. Und die bezeichnet diese Kaufleute des Todes, diese Firmen, die da involviert waren. Und da müssen wir uns einmal sehen, da sage ich mal die Firma DuPont beispielsweise, auch General Motors, aber General DuPont Electric, und DuPont, so weiter. Ja. Die haben ja Gewinne gemacht. Da habe ich eine Liste von den vier Vorkriegsjahren, Friedensjahren und dann den vier Kriegsjahren, Steigerungsraten der Nettogewinne bis zu 1000%. Und das ist natürlich mehr als beachtlich. Mhm. Also ökonomisch betrachtet? Für diese Kreise ein Segen. Aber wenn wir denken, was für die Bevölkerung zahlt den Krieg, zahlt die Steuern und hat die Opfer zu beklagen. Mhm. Und das hat sich bisher ja auch nicht geändert. Also vor diesem Hintergrund ist es wirklich wichtig, noch einmal sich auch diese Entwicklung genauer anzusehen. Und deswegen spreche ich auch von diesen 100 Jahren, dass diese 100 Jahre Krieg nur aus Kapitalinteressen und Wirtschaftsinteressen, dass das einfach der Geschichte angehören muss. Und ich denke, wir hätten jetzt auch, wenn wir da in 2019 da Versailles haben, wirklich ein Datum, wo sich alle im Ersten Weltkrieg beteiligten Nationen einmal zusammensetzen könnten und sagen, wo haben wir alle gefehlt? Jeder für sich, jeder für sich. Und wo haben wir in der Welt, wir als vor allem ja die Europäer, Abbitte zu leisten oder zu helfen. Mhm. Und das wäre Syrien zum Beispiel. Syrien, wir haben 1916 das Sykes-Picot-Abkommen, wo willkürlich die Briten und Franzosen das alles aufgeteilt haben. Mhm. Also was wir hier sehen, ist Sykes-Picot 1916 wohlgemerkt. Mhm. Also das wirkt alles nach, ich könnte also so viele Beispiele bringen, alles noch die Wurzeln vom Ersten Weltkrieg. Und es bricht immer wieder auf. Mhm. Wenn das nicht irgendwann mal geheilt wird, haben wir hier kein Ende. So, aber wie gesagt, das ist jetzt ein Teil, eine Folie. Es geht wirklich, es geht um Eurasien. Und diese neue
Dezember 2004, also vor knapp 2 Jahren, fehlt bald 2 Jahre, kam die Nachfolgedoktrin von TRADOC 525, das ist dann 3-1, überschrieben auch Win in a Complex World, also der Sieg in einer komplexen Welt. Mhm. Und da ist genau aufgeführt da drin, und zwar in den Jahren von 2020 bis 2040. Und diese TRADOC, das ist eine Trainingsdoktrin, eine Anweisung für die Armee, fürs Militär, auf was sich das Militär einstellen soll. Und da steht drin, das erste für 2020 bis 2040 ist, die Bedrohung durch Russland und China abzuschaffen, zu reduzieren. An zweiter Stelle kommt dann Nordkorea und der Iran und an dritter Stelle erst den Terrorismus zu bekämpfen. Und dann weiß man, auf welcher Stellenwert der Terrorismus hat. Mhm. Der wird einfach nur gebraucht, um fliegende Bündnisse zu haben, um da eingreifen zu können. Und wie gesagt, der Krieg im Nahen und Mittleren Osten, auch hier unter Obama, da wurde gesagt, wir werden da 30 Jahre mindestens Krieg führen. Das ist so geplant. Und da wird sich nichts daran ändern. Und die Aussage von dem General Stephen Townsend, dem Befehlshaber in Nordsyrien, der hat vorgestern gesagt, wir bekämpfen den Islamischen Staat, aber wir werden ihn nie besiegen können. Das Einzige, was wir können, ist, ihn aus den Städten zu vertreiben. Also sie haben gar nicht vor, den Islamischen Staat zu besiegen. Okay, okay. Und wenn wir da einmal genauer hinschauen, wer ist der Islamische Staat? Das sind sunnitische Desperados, die aus Saudi-Arabien erstmal kommen, von Saudi-Arabien finanziert werden, ja. Saudi-arabische Interessen verfolgen, auch in Syrien, und natürlich von den USA auch instrumentalisiert werden. Mit aber Waffen nicht nur, und Know-how und Ausbildern. Und auch von den Vorgehensweisen, dass die Gebiete, die sie erobern sollen und. Also das ist ja eine lange Geschichte. Also das ist nicht so einfach zu durchschauen. Da wird wirklich ganz schwer gegen die Bande gespielt. Und ist das nicht ähnlich wie in Afghanistan, dass da zwei Großmächte einen Stellvertreterkrieg geführt haben in den 80er Jahren? Die Amerikaner haben damals ja die Mujahedin unterstützt. Ich erinnere mich daran, dass es damals diesen unsäglichen Film Rambo Teil 3 gab, 1986, und da kam im Abspann gewidmet den tapferen Kämpfern in Afghanistan, die Taliban. Da haben sogar die Hollywood hat sich bei den Taliban bedankt damals für den heldenhaften Einsatz gegen die Russen damals. Da ist das, was auch hier verdrängt wurde oder falsch dargestellt wird in den Geschichtsbüchern. Aber dank Brzezinski, und das ist ja auch das Schöne an den USA, dass ich zum Beispiel auch aus dem Weißen Haus und mir diese Strategiepapiere rausholen kann. Ist möglich, gut, hat er auch. Immerhin, aber besser, wenn wir es gar nicht bräuchten, das auszuholen. Es ist möglich, weil es wirkt sich ja höchstwahrscheinlich sowieso nicht aus, weil unsere Medien das ja kaum aufgreifen. Aber auch Brzezinski hat in seinem Buch Die einzige Weltmacht 1997 geschrieben, dass der Einsatz der USA oder Einsatz der Taliban, beziehungsweise die hießen ja damals die Mujahedin, von den USA bereits vor dem Einmarsch der russischen Truppen geschehen ist. Ganz gezielt. Also, das war nur Propaganda. Und er beschreibt da ganz deutlich und ganz klar, am 3. Juli 1979 hat Carter eine Anweisung, eine Präsidentenorder unterschrieben, über, ich glaube, 35.000 islamische Desperados anzuheuern. Islamische Desperados. Also hier am 3. Juli 1979 hat Carter den islamischen Geist aus der Flasche gelassen. Das waren die USA. Und zwar sollten diese oder wurden dann, diese unter anderem auch Bin Laden dabei, wurden die in Afghanistan eingesetzt gegen die sozialistische Regierung in Kabul. Und denen wurde gesagt, das ist der Teufel, das sind die Atheisten, die sind gegen den Islam, ihr müsst diese Regierung vertreiben. Da konnten die Frauen unverschleiert in die Schule gehen und dergleichen mehr. Und Ziel war es, und das schreibt Brzezinski, dadurch die Regierung in Kabul zu veranlassen, den großen Bruder in Moskau um Hilfe zu bitten. Das war das Kalkül. Und das ist ja am 25. Dezember
1979 geschehen dann. Mhm. So, und erst dann, dann standen die Mujahedin im Kampf mit den russischen Truppen. Ich verstehe. Also ja, vorher. So, das war die Absicht auch. Und das Ziel war, wie Brzezinski schreibt, den, den russischen Truppen in Afghanistan ihr Vietnam zu bereiten. Okay, ja, das war das Ziel. Ja. Mhm. So, und dann ging das weiter. Dann haben auf einmal die Mujahedin, haben die Gefolgschaft verweigert, weil durch den ersten großen Golfkrieg die USA auf den heiligen Boden Saudi-Arabiens ihre Basen aufgebaut haben, was ja Absicht war. Und dann... Und sie dann gefordert haben, dass diese Basen wieder zurückgebaut werden. Also sie haben den Geist aus der Flasche gelassen und der Geist hat sich gegen sie gewandt. Ja, aber erst nachdem sie gegen die Interessen, gegen die, die urtümlichen islamischen, wirklich islamischen, fundamentalen islamischen Interessen verstoßen haben und da ihre unheiligen Basen errichtet haben. Und als dann 1998 das nicht gefruchtet hat, kam der erste Anschlag gegen den Zerstörer Cole von Osama bin Laden. Aber erst ab 98. Die USS Cole, diesen US-Zerstörer. Ja, genau, genau, in Jemen war das, war im Jemen. Also eine lange Entwicklungsgeschichte mit Ansage. Und sie haben also, und jetzt ist es ja auch so, dass die Mujahedin oder Al-Qaida, wie sie heißen, und die Namen sind ja, die wechseln ja, die chargieren, sagt also wenig aus. Es ist aus dem, das sind alles Leute aus dem Umfeld, aus der gleichen Flasche. Inzwischen natürlich schon ihre Kinder, vielleicht schon bei manchen auch schon ihre Enkelkinder. Nicht von 79 bis jetzt. Ja. Aber das sind die gleichen Gruppierungen. Ja, ja. Von den gleichen Glaubensrichtungen, vom gleichen Willen beseelt, die, der islamischen Sache zu dienen. Der Ausgangsgedanke von diesem kurzen Ausflug war ja quasi Stellvertreterkrieg. Ja, also auch das. Ja, in Afghanistan damals eben. Amerika, Russland in Afghanistan mit den unterschiedlichen Gruppen, und jetzt sehen wir das wieder in Syrien, in dem quasi die legitim demokratisch gewählte Regierung von Syrien, Präsident Assad, quasi die russische Regierung offiziell um Hilfe ersucht und die Russen dann auch Einsatz zeigen und mit ihren Flugzeugen den ISIS, den islamischen Staat, effektiv bekämpfen, was die anderen Alliierten seltsamerweise ein Jahr lang gar nicht konnten. Die haben es gar nicht versucht einfach. Ja. Die haben irgendwie alles andere bombardiert, aber nicht den islamischen Staat. Und auf der anderen Seite sehen wir natürlich, wie westliche Kräfte, sprich allen voran die USA, natürlich massiv auf der Propagandafront alles tun, um Assad zu dämonisieren, um die regierungsfeindlichen Kräfte in Syrien weiter voranzubringen. Da werden die Al-Nusra-Rebellen als moderate Kräfte bezeichnet, obwohl sie vor laufender Kamera Kindern die Köpfe abschneiden und so weiter. Da werden falsche Bilder präsentiert, Giftgasangriffe. Also wir haben eine Medienente nach der anderen die ganze Zeit. Und ich frage dich, was du glaubst, was da in der nahen Zukunft passieren wird. Wird sich Putin oder vielmehr die russischen Kräfte, es ist ja nicht nur allein Putin, sondern also diese russische Führung, werden sie sich so weit provozieren lassen, dass die irgendwann mal diesen berühmten ersten Schritt machen oder den man dann uns eben als ersten Schritt verkauft? Ja, ich meine, das ist ja im Prinzip eigentlich seit, wenn wir so wollen, seit 1898, seit dem Angriff auf die Großmacht Spanien, dass der Gegner den ersten Schuss abgeben muss. Natürlich wird man das versuchen. Man kann nur hoffen, dass das nicht passiert. Hältst du es für plausibel, dass das so eine Situation ist, wo... Versucht wird das auf jeden Fall werden, gar keine Frage. Gar keine Frage, aber das gehört einfach zu dem Fingerprint der amerikanischen Vorbereitung eines Krieges. Also... aber ich glaube nicht, dass das passiert. Frage ist wirklich, wie wird es weitergehen? Aber wie gesagt, da sind noch mehr Folien, die wir zu beachten haben. Es geht hier einmal das Interesse Saudi-Arabiens, die Abhängigkeit der Vereinigten Staaten von Saudi-Arabien, vom Geld und durch das Öl. So. Und obwohl es ja Saudi-Arabien, der König, das ist ja das größte Despotentum, was wir da überhaupt haben, letztendlich. Ein rückwärtsgerichteter Islamismus auf dem Stand des Mittelalters. Da war es im Mittelalter noch fortschrittlich dagegen. Dass sich die Vereinigten Staaten mit ihnen gemein machen, verstehe ich nicht. Und da ist ja der Assad wirklich ein Gemäßigter. Er ist ein Schiit, ein Alawit, der säkular ist, in dem die anderen Religionen frei ausgeübt werden können. Und die Saudis sind Sunniten. Das sind die großen Sunniten, beiden Wahhabiten, Parteien. Das sind die beiden, ja. Gut, die sich häufig ja auch im Krieg befanden, aber auch hier
werden die unterschiedlichen Religionen auch nur instrumentalisiert von den Vereinigten Staaten, wie man es gerade braucht. Und auch wie es die Saudis brauchen. Erinnern wir uns, Saddam Hussein war auch Sunnit. Hätte eigentlich den Schutz Saudi-Arabiens beanspruchen können. Nein, gefehlt. Saddam Hussein war ein säkularer Sunnit, der auch die anderen Glaubensrichtungen hat, nach ihrer Fasson selig sein. Und hatte das Potenzial zu einem arabischen Führer. Ja, das war natürlich von Saudi-Arabien, vom Königshaus nicht hinzunehmen. Also wenn Arabien geführt wird, dann nur über Saudi-Arabien und nicht über einen sunnitischen Herrscher, der auch noch säkular ist. Also deswegen wurden die Sunniten im Irak bekämpft, mit den Folgen auch, dass sich wieder aus diesem Umfeld wieder als Terrororganisation irgendwo einbringen in dieser ganzen destabilisierten Region. Das war aber alles zu erwarten. Und dann zugleich wird dann jetzt von Saudi-Arabien Assad bekämpft, der wird bekämpft, weil er Schiit ist. Also es ist nicht zwingend notwendig, dass hier nur Sunniten gegen Schiiten stehen, sondern das wechselt, je nach politischen Interessen. Und jetzt, dass Assad verschwinden muss, ist einmal, das ist ja nur eine Minderheit, die Schiiten haben ja dann nur eine Minderheit. Die Sunniten haben über 50% in Syrien, muss man so wissen. Und nun wurde im Golf von Persien wurde eine große Gasblase entdeckt, vor 10 Jahren. Eine Gasblase, die zur Hälfte dem Iran gehört und zur anderen Hälfte Katar. Und dieses Gas soll natürlich verkauft werden. Das muss natürlich dann über Pipelines irgendwo hingepumpt werden. Der Iran, schiitisch, hat mit Assad einen Vertrag über diese Pipeline machen können. Katar, sunnitisch, mit Saudi-Arabien. Ja, mit Saudi-Arabien zusammen haben keine machen können. Das hat nämlich Assad abgelehnt. Und das war sein Todesurteil. Okay. Das war sein Todesurteil. Also es geht auch um diese Region, diese schiitischen Regionen, die geopolitisch wichtig sind, dass die in Hand der Sunniten kommen. Also das ist eine unglaubliche Gemengelage. Das geht nicht so einfach. Viele Interessen spielen hier eine Rolle und die übergeordneten Interessen sind natürlich die der Vereinigten Staaten, das Ziel hier gegen Russland und gegen China aufzuhören. Und da gehört auch, wie gesagt, das transatlantische Freihandelsabkommen, TTIP, hier im Westen Eurasiens. Das hat die Aufgabe, so viele hier im Westen in diese amerikanische Wirtschaftszone oder an die amerikanische Wirtschaftszone zu fesseln. Russland selber würde nie hineinkommen, weil das ist auch ein Kriegsinstrument, ein Wirtschaftsinstrument, was den Krieg mit befördern soll. Und im Osten Eurasiens, da haben wir das transpazifische Freihandelsabkommen. Da werden die ganzen Staaten, die asiatischen Staaten, beworben, da Mitglied zu werden. Und das geht auch wieder ausschließlich gegen China. China dürfte nie Mitglied von diesem transpazifischen Handelsabkommen werden. Also TTIP und TPP sind auch wirtschaftliche Kriegsinstrumente für diese große Auseinandersetzung, auf die wir uns vorbereiten, die also zwischen 2020 und 2040 so vorgesehen ist, wenn man CREDOC so weit folgen darf. Das wird wirklich sehr aufregend und wir befinden uns, wie gesagt, in einer schon kritischen Phase, weil die Chinesen, der Staatschef Xi, der hat ja vor anderthalb Jahren die Eisenbahnlinie zwischen Shanghai und Duisburg eingeweiht. Er war dann selber in Duisburg, hat den ersten Zug empfangen und diese Züge aus China rollen permanent. Und wie gesagt, diese ganzen Kommunikationsnetze sollen ausgebaut werden, Transport- und Kommunikationsnetze unter dem Namen One Road, One Belt. Also Road ist die Straße, die Schienenstraße vor allem, und der Belt, dass auch die Seestraßen, wie das schon in der Antike war, die Seestraße belebt werden. Zum Beispiel auch, dass die Chinesen haben schon den Hafen Piräus angemietet und so weiter. Also es tut sich da sehr viel. Und die Amerikaner haben natürlich Angst, dass sie das Nachsehen haben. Also diese Eisenbahnverbindung
hat natürlich schon große strategische Bedeutung. Gar keine Frage. Kann man natürlich dann auch schnell auch mal Truppen verschieben, wenn es sein muss, wie auch immer. Mhm. Also, und das erinnert mich natürlich an die Bagdadbahn 1914. Ein ähnliches Instrument. Mhm. Damit könnte man sich, falls die USA, die inzwischen ja alle 7 großen Wasserstraßen der Welt kontrollieren, alle, sie könnten also die Chinesen in ihrem südchinesischen Meer einsperren. Kämen nicht mehr raus. Mhm. Und sie hätten keine Mittel, sie haben keine Marine. Gut, sie haben jetzt einen Flugzeugträger, den sie von der Ukraine gekauft haben, aber das ist eigentlich nur ein Spielzeug. Antiquarisches Stück, also nicht der Rede wert. Nein, das Einzige, was effektiv ist, das wäre diese Eisenbahnverbindung. Und was sie natürlich machen, dass sie Inseln aufschütten für ihre ballistischen Raketen, die dann die US-Flotten vernichten sollen. Nicht Antis Bradley und Paracelsus, wie es heißt. Da schütten die auf, die Chinesen, in erster Linie. Weil die da China verteidigen wollen, gegen die US-Flotten. Und was mich jetzt ganz stark beruhigt im Moment, beunruhigt, da gibt es jetzt, wird geplant, ein Manöver in dem südchinesischen Meer, RIMPAC, irgendwas mit RIM, Pazifik, und da sollen Bundeswehreinheiten teilnehmen. Ach, und zwar, ja, das ist wirklich wahr. Wird hier nicht drüber berichtet. Ich habe es auch nur intern erfahren. Also es sollen Tauchereinheiten in das südchinesische Meer und noch andere wichtige Teilverbände der Marine und Marine sollen an einem US-Manöver teilnehmen. Und da müssen wir wissen, dieses Manöver der USA ist kein NATO-Manöver da unten. Ist kein NATO-Manöver. Und jetzt frage ich mich, was sollen da Bundeswehreinheiten, Marineeinheiten unten im südchinesischen Meer, um die Chinesen zu provozieren? Ich meine, jetzt wird hier schon im Westen Eurasiens genug provoziert, jetzt geht es da nahtlos weiter. Also es ist wirklich, ja, viel Trommelwirbel im Moment, und was damit bezweckt werden soll, ist eigentlich klar. Also sie wollen die Auseinandersetzung, fürchte ich noch einmal. Wenn ich darüber jetzt nachdenke, über das, was wir uns unterhalten haben, dann sieht es für mich so aus, wie wenn wir wieder an einer Situation stehen, die vergleichbar ist mit 1914. Also sprich, dass gewisse Kräfte im Hintergrund permanent Propaganda betreiben, die Bevölkerung mit Berichten und falschen Informationen füttern, gleichzeitig irgendwelche Vereinbarungen brechen, vereinbaren da brechen und hier wieder dort machen. Also diese ganze Gemengelage, die sich im Hintergrund so für uns Laien mehr oder weniger ergibt, ist das vergleichbar mit der Situation damals? Ja, ich denke schon. Wenn wir sehen, der Erste Weltkrieg war ja lange Jahre vorher, zumindest in Großbritannien, vorbereitet im Committee of Imperial Defense. Also der Burenkrieg war für England die absolute Zäsur. Und dieser Burenkrieg von 1899 bis 1902 ist für mich die Planpause für alle menschenverachtenden Kriege im 20. Jahrhundert. Da wurden ja, glaube ich, die ersten KZs. Ja, alles. Und so. Also unvorstellbar. Unvorstellbar brutal und für die Briten auch unvorstellbar verlustreich und unvorstellbar teuer. Gezahlt hat das wieder die Briten. Die Bevölkerung hat es gezahlt. Ja, ja. Die Gewinne, und da denken wir jetzt an die Goldminen, wir erinnern an die Diamantminen, der Name Cecil Rhodes, nicht, der heute noch Stiftung hat, aus denen Politiker gekommen sind, wie Bill Clinton beispielsweise. Es ist ja Rhodesien damals. Ja, wie Bill Clinton, dürfen wir nicht vergessen. Also die Kosten dieses unglaublich schrecklichen Burenkrieges wurden sozialisiert und die Gewinne privatisiert. So, und da sind wir Stichwort Cecil Rhodes, Round Table und Lord Milner. Also, und dann wurde nach dem 1904 wurde das Committee of Imperial Defense gegründet, vom Premier Balfour, mit dem Ziel, dass die Großbritannien nie wieder solche desaströsen Kriege führen muss wie gegen die Buren, sondern dass das besser ist in künftig. Und hier wurde einmal vorbereitet, und zwar am Kabinett vorbei. Es gab keine schriftlichen Befehle, nichts. Zusammen mit dem französischen Generalstab ein Expeditionsheer für Belgien und dann natürlich auch zugleich im Commonwealth, dass das Commonwealth sofort eingebunden wird in den Krieg, was auch passierte.
Und dann seit 1908 hat der Maurice Hankey, später Lord Hankey, hat der die Blockade vorbereitet. Mhm. Eine Fernblockade gegen das Deutsche Reich, um in erster Linie die Wirtschaft zu zerstören. Also wissenschaftlich, auf wissenschaftlichem Niveau. Und der britische Marinehistoriker Julian Corbett hat geschrieben, dass es in der Menschheitsgeschichte noch nie ein derartiges Unterfangen gegeben hat, auch so erfolgreich, wie das von Lord Hankey die vorbereitete Blockade. Mhm. Und die Blockade ging ja wieder bis zum 28. Juni 1919. Also ein Jahr nach dem Krieg sogar noch. Ja, bis dahin. Und deswegen meine ich, dieser 28. Juni 1919, das könnte wirklich ein Datum werden, wo sich mal wirklich zu einem großen Kongress zusammentun würde und einmal über die Verfehlung mal nachdenken. Jeder für sich. Mhm. Die eigenen Verfehlungen nachdenken. Und daraus. Also das wäre so ein edler Wunsch. Ist so mein Traum, den ich dann noch habe. Da könnte man vielleicht noch das eine oder andere heilen. Aber lass uns noch mal zum Ausgang mal kurz noch mal nach Syrien blicken. Das zieht sich ja durch unser Gespräch durch. Was glaubst du, was sich da in naher Zukunft jetzt noch tun wird? Welche Kräfte siehst du jetzt momentan im Aufwind? Die Amerikaner drohen jetzt den Russen, wenn sie weiter die Regierungstruppen von Assad unterstützen, dann klopfen die jetzt richtig drauf. Gleichzeitig sagt aber Russland, Moment, wir machen da mit, weil das sind auch unsere geostrategischen Interessen. Was denkst du, was da passiert jetzt? Ja, natürlich ist das hier auch ein Stellvertreterkrieg, gar keine Frage. Aber auf der anderen Seite werden die USA natürlich alles auch tun, um Putin zu stürzen. Also ich weiß nicht, wie lange sich Putin da noch an der Macht halten kann. Bisher sind die Versuche ja vereitelt worden, aber das Ziel dürfte es sein, dass hier Putin gestürzt wird. Aber wie sich das dann insgesamt auswirken würde, wer dann nach Putin käme, ob der so lange den Ball flach halten kann, wie das im Moment der Fall ist, das ist alles Spekulation. Also, und vor allem auch in den USA, ich habe ja schon angedeutet, wir haben da andere Männer und Frauen, die das wirklich viel vernünftiger sehen. Unter anderem an dieser Stelle muss ich einfach erwähnen, der Robert Gates, der war also 20 Jahre, soweit ich weiß, CIA-Chef. Er war Verteidigungsminister unter Bush und unter Obama. Mhm. Und dieser Robert Gates, der für viele rübergekommen ist, natürlich als Falke zunächst, der wurde doch plötzlich entlassen von Obama, gell? Ja, der von Obama entlassen, ich glaube 2012, 2013. Der hat dann ein Buch geschrieben. Das ist überschrieben, Duty, die Pflicht. Mhm. Er hat ein Buch an die Armeegehörigen geschrieben, um den Armeegehörigen die Augen zu öffnen. Und dieser Mann hat also in seinem Buch vieles Vernünftige geschrieben, was man wirklich nur unterstreichen kann. Manches kann man sogar in Stein hauen. Aber das hier, was er da festgehalten hat, ist wirklich großartig. Er hat gesagt, in dem Buch schreibt er, er hat drei Kriege geführt. Einen in Afghanistan, einen in Irak. Aber einen dritten Krieg gegen das Weiße Haus. Okay. Einen dritten Krieg gegen das Weiße Haus. Er hat seit 2004 alles getan, um die NATO-Osterweiterung zu stoppen. Und er hat denen immer wieder gesagt, falls ihr die NATO-Osterweiterung auf die Ukraine ausdehnt, das wäre eine monumentale Provokation, die in einem unvorstellbaren Dritten Weltkrieg enden wird. Steht in dem Buch. Mhm. Es ist im Januar 2014 rausgekommen. Ich habe hier in unserem Land keine Rezension gelesen. Zieh mal an. Also wir haben, das ist alles da. Es muss, und es ist auch wichtig, dass man da das aufzeigt. Und wenn ich so sehe, ein Mann wie Robert Gates, so lange Verteidigungsminister, da bin ich überzeugt, dass der auch Leute, die so denken wie er, nachgezogen hat. Mhm. Ich bin sicher, dass der ein oder andere US-General im Pentagon gar nicht glücklich ist. Ja, ja, das sowieso nicht, aber nicht so denkt, wie wir das vielleicht befürchten müssen, sondern so denkt wie Robert Gates. Mhm. Also es ist auch Hoffnung da noch. Und an die anderen, Paul Craig Roberts und Ron Paul habe ich ja schon erinnert, oder Ramsey Clark, also und da gibt es viele andere auch noch. Also ich denke, wir könnten jetzt noch stundenlang die ganzen Sachen analysieren. Wir haben so viele Sachen vorbereitet. Du hast von der Tagesschau noch etwas dabei. Ja, ich habe das mitgenommen, weil ich das einfach großartig. Dieses Bild ist mir in den letzten Tagen immer wieder über den Bildschirm geflimmert. Dieser fünfjährige syrische Junge. Aus Aleppo. Aus Aleppo, staubbedeckt, blutende Wunde an der Seite, sitzt da völlig apathisch. Also zunächst einmal ein Bild, das sofort die Erinnerung für mich weckt
an 9/11. Mhm. Da waren viele Leute, sahen genauso aus wie dieser Junge. Und dann Omran, so heißt er ja. Und hier wurde dann die Tagesschau, unsere Tagesschau schrieb dann oder brachte, dieses Bild wurde sofort zum Sinnbild für die Grausamkeit des Syrienkrieges. Der verstörte junge Omran nach einem Luftangriff. Doch wer ist verantwortlich? Russland bestreitet jede Schuld und spricht von Propaganda. In den dortigen Medien ist der Junge kein Thema. So, und wenn wir das mal vorstellen. Mhm. Also, ein Thema für unsere Medien. Ständig, permanent. So, von wem hat die Tagesschau dieses Video bekommen? Von den Rebellen vor Ort. Die Rebellen vor Ort haben dieses Propagandavideo gedreht und die westlichen Medien machen sich als Verstärker der Propagandamedien in Aleppo. Das kann IS sein, ich weiß nicht, welche Widerstand oder welche Terrorgruppe dahinter steckt, aber hier haben die das übernommen und kritiklos einfach eingespielt. Und da muss ich natürlich sagen, bombardiert wird da auch die französische Luftwaffe bombardiert und so weiter. Also das ist eine Gemengelage, wo wir nicht wissen, was da passiert. Und es macht mich wirklich unglaublich traurig, dass hier so ein Schicksal so benutzt wird von den Medien. Mhm. So, anstatt, was ich mir wünschen würde, dass ein Aufruf kommt, weil das ist alltäglich. Hier wird in den Städten gekämpft und den Kampf hineingetragen. Und das sagt der indische Botschafter Haran nach Aleppo. Von außen, da sind 2011 Busladungen hingefahren worden von Demonstranten, die außerhalb des Landes herkamen. Und die hier, und die Medien das sofort wirksam auch verstärkt haben. Wie im Maidan, genau. Ja, so. Genau wie im Maidan. Ja. Und dann, als das alles nicht geholfen hat, dann kamen Al-Qaida-Kämpfer, die in Aleppo eingerückt sind. Und. Mhm. Und dass man endlich einmal aufruft, die Kriege hier zu beenden. Und ich meine auch, wir haben doch die Möglichkeiten, einmal diesen Gruppierungen das Geld abzudrehen, die Waffen denen zu nehmen. Mhm. Und dann natürlich auch noch ein Instrument über die UN mit Blauhelmen, dass die Forderung kommt, eine befriedete Zone, das zu einer befriedeten Zone zu erkennen, um Blauhelme dort einzusetzen. Nichts ist der Fall. Mhm. Dieser Krieg geht weiter und auch wie der General Stephen Townsend sagt, wir werden sie nicht besiegen können. Es ist nicht die Absicht, den Islamischen Staat zu besiegen. So, also dieser Krieg wird weiterköcheln, wie schon vorher, die nächsten 30 Jahre. Das hat man, das ist, glaube ich, 4 Jahre her, wo das im Kongress abgesägt worden ist, dass diese Kriege lange dauern werden. Also das muss man in ein ganzes, ein großes Mosaikbild ist das. Letztendlich, wie gesagt, 2020 bis 2040. Dann haben wir dann auch diese 30 Jahre Krieg da unten, passt das ja auch. Und dann hoffen diese Planer dieser Strategiepapiere, dass dann Eurasien gewonnen ist. Mhm. Und dass Russland und die Gefahr Chinas beseitigt ist. Aber das könnte auch als trügerisches Wunschdenken sich herausstellen. Und zu einer ganz anderen Reaktion führen und wirklich diesen, wie Robert Gates sagt, diesen dritten Weltkrieg auslösen. Und an der Stelle möchte ich doch unbedingt noch einen Zeugen zitieren, der mir ganz wichtig ist. Thomas Mann, der ja also im Dritten Reich fliehen muss, also nicht den die Machthaber des Dritten Reiches ja in das Exil getrieben haben. Und der hat dann ja auch in den USA Lesung gehalten an die Hörer hier in Europa über die Verbrechen des Dritten Reiches. Und als er dann 1953 den USA den Rücken gekehrt hat, weil da die Kommunistenhetze ihm einfach zu widerwärtig war, ist er in die Schweiz gegangen und hat, wie gesagt, hat die USA auch nicht mehr besucht und hat da einen Aufruf an die Europäer gehalten. Mhm. Einen Aufruf an die Europäer. 1953. Und es ist mir so wichtig, diesen Aufruf jetzt an dieser Stelle einmal vorzulesen. Ich zitiere Thomas Mann. Europa als ökonomische Kolonie, militärische Basis, Glacis im zukünftigen Atomkreuzzug gegen Russland zu behandeln, als ein zwar antiquarisch interessantes und bereisenswertes Stück Erde, um dessen vollständigen Ruin man sich aber den Teufel scheren wird, wenn es um den Kampf um die Weltherrschaft geht. Und da sind wir dabei. Mhm. Und ich hoffe nicht, dass Thomas Mann recht bekommen wird, sondern ich hoffe, dass wir vorher
doch in der Lage sind, mit den Kräften in den USA und den Kräften hier in Europa das zu verhindern. Schönes Schlusswort. Also über Mann kommt man eigentlich nicht drüber. Ich danke dir für deine Analysen. Also es ist mir ein Fest, mit dir über dieses weite Feld zu sprechen. Und auch da mit dir könnte ich jetzt stundenlang weitersprechen. Wir haben so viel vorbereitet, was nur ansatzweise gestreift haben. Also ich freue mich auf das nächste Mal, Wolfgang. Ich hoffe, dass wir dann in einem immer noch ruhigen Europa sitzen und das Ganze analytisch betrachten können. Also danke, dass du da warst. Danke für deine Zeit und deine Arbeit und alles Gute. Wir sehen uns zu Hause wieder. Ja, danke. Ich freue mich. Sehr gern. Ja, liebe Zuschauer, ich habe eigentlich nur noch eins zu sagen. Wir haben noch in der Vorbereitung haben wir ein Zitat rausgekramt. Das war von einem General von Deutschland, der in den Freiheitskriegen von 1812 sich darüber aufgeregt hat, dass so viele Landsleute quasi sich auf Seiten der napoleonischen Truppen oder von Napoleon quasi gestellt haben. Und der hat denen eine Warnung mitgegeben. Und diese Warnung würde ich auch gerne denjenigen mal vorlesen, die sich jetzt quasi hier als Meinungsmacher, als Propagandisten und schändliche Mietmäuler in unserer Welt aufhalten. Also in diese Richtung geht dieses Zitat von Theodor Gerner. Das heißt nämlich, noch sitzt ihr da oben, ihr feigen Gestalten, vom Feinde bezahlt, dem Volke zum Spott. Doch einst wird wieder Gerechtigkeit walten, dann richtet das Volk, dann gnade euch Gott. Zitat Körner. Also das ist 1812 gewesen und ich finde, dieses Zitat hat mehr denn je seine Richtigkeit. Und auch wenn vielleicht ein bisschen meine Wut in mir durchkommt bei diesem Zitat, das können sich alle diejenigen an den Spiegel hängen, die jeden Tag uns mit diesen unsäglichen Lügen und Propagandageschichten voll lullen. Wir versuchen hier genau das Gegenteil zu machen, nämlich Aufklärung, Informationen und hoffentlich auch wahrhaftige Informationen. Danke fürs Zuschauen, danke, dass ihr uns immer wieder anschaut und auch weiterverbreitet. In diesem Sinn, alles Gute, bis zum nächsten Mal bei Steinzeit.